Obwohl, wenn Bürogebäude Abu Glotzi und sowas entsteht, da könnte man hier eigentlich noch ein paar Bürogebäude hinbauen. Zumindest an der Ecke. So, vielleicht den Bereich auch noch. Fertig. Reiseagentur hast du nicht gesehen. Never Come Back Airlines. Danke für den tollen Urlaub. Ja, kommt wieder zurück. Ich hoffe, ihr seid aus dem Stau rausgekommen und habt überhaupt was von der Stadt gesehen. So, in dem Bereich hier hinten wäre auch mal ganz nett auszuweisen. Die haben ja, glaube ich, aktuell überhaupt nichts, ne? Ich möchte hier im Prinzip so ein richtiges Luxusviertel vielleicht mal hochziehen. Was ist das jetzt hier? Park mit Bäumen, genau. Warum ist... Baukosten... Geld haben wir doch genug, warum schließt du das nicht an? Da geht es jetzt auch plötzlich, okay. Schon mal bauen. Da geht's auch. So, und hier in der Mitte. Hier in der Mitte, das wird meine Residenz. Mal gucken, was da für ein Haus entsteht. Ja, okay, viel kann ich da nicht bauen. Lassen wir uns mal überraschen. Und hier, das ist für ganz besondere Zuschauer. Die dürfen mit in der Nachbarschaft wohnen. Ne, hier oben kommt nichts hin. Okay, ihr habt keinen Strom. Aber Wasser habt ihr, das, dafür hatte ich doch schon mal gesorgt, ne? Das ist schon, ja, Wasser habt ihr. Oberlandleitung vielleicht hier, irgendwie. Ich weiß noch nicht wie. Aber vielleicht von dem Zipfel da so rüber. Nicht schön, aber selten. Mal gucken, was hier entsteht. Sollten die eigentlich Strom haben? Genau, irgendwann mal sollte da was fließen. So, okay, Operation. Operation gelungen, Patient tot. Das hier ist auch noch so ein Gift für mein Auge. Das hier fand ich ja ganz gut. Der funktioniert auch. Und selbst, guck dir das mal an, das... Es ist vielleicht ein bisschen stockend, aber im Großen und Ganzen läuft das Ding. Die fahren jetzt hier alle durch. Wir haben eine Hauptader durchs Industriegebiet und die ist auch nicht verstopft. Die Ader pulsiert. Und hier hinten kommen sie wieder auf der Autobahn runter. Runter. Was aber kaum einer nutzt. Da haben wir aber auch eine Verbindung. Ja, hier ist auch eine Verbindung, da können sie auch fahren. Die geht auch nach oben. Das passt eigentlich. Das passt eigentlich sogar ganz gut. 42.000 Leute. Wir haben selbst unser Tori-Viertel. Sieht nicht mehr so... Stimmt, hier fehlen ein paar Parks und sowas, ne? Vielleicht können wir ja hier Park mit Bäumen. Ne, es ist zu groß, da reiße ich alles wieder weg. Das können wir vielleicht machen. Müssen wir hier noch einen bauen? Ah, da haben wir direkt schon einen gegenüber. Mein Gott, was soll der Geiz? Bauen wir hier noch einen hin. Und damit es auch mal gut aussieht und ich wieder was Sinnvolles mache, können wir hier vielleicht noch ein paar Bäumchen pflanzen. Da wirkt der ganze Park nämlich auch schön integriert. Boah, das ruckt. Alter Schwede, wo soll das hinführen, wenn du 100.000 Leute hast? Genau, hier können sie sogar noch ein Gebäude hinbauen, wenn sie Bock drauf haben. Genau, den Bereich haben wir jetzt auch ein bisschen größer ausgebaut. Dadurch ist die Durchflussrate ein wenig höher. Das ist in Ordnung hier. Mal schaut, hier können wir vielleicht noch ein paar Leute hinpacken. Zumindest mal freigeben, ob sie hinziehen wollen, das müssen sie dann wieder wissen. Aber ich denke mal, so oft wie die jetzt schon auseinandergerissen wurden und wieder hingebaut wurden, werden da sich manche schon ganz gut überlegen, ob sie da nochmal hinziehen wollen. Ne, komm, also bis hier hoch müssen wir am besten Willen nicht machen. Außer bis hier hin, das reicht aus. Bis hier hin. Das ist okay, da entstehen auch noch ein paar Häuser, die ein bisschen nach was aussehen.
Bin gespannt, was er auf den Einglotzen baut. Bestimmt eine Hundehütte oder sowas. Ansonsten sieht es ja ganz vernünftig aus. Das hier ist okay. Das hier hinten, das läuft immer noch. Und guckt euch das an, wie idyllisch es ist. Meine Worte gehen langsam aus. Okay, hier haben wir noch ein bisschen was. Wie gesagt, ich gebe schon mal frei. Ich weiß, dass wir es aktuell noch nicht brauchen. Wir haben aktuell da null Nachfrage. Aber ich gebe es dennoch schon mal frei. Weil ich kenne mich, ich sehe dann immer wieder Flächen in meinen Videos, wo ich mir sage, ah, Thompson, da hast du gepennt, da hast du gepennt. Das sieht alles gut aus. Industriemäßig ist gefühlt nur noch Straße und kein Gebäude mehr. Aber es gibt immer noch Flächen, die bebaut werden können und hier wird auch noch gebaut. Hier kommt immer noch ein bisschen was hin. Die Infrastruktur gibt es auf jeden Fall her. Eigentlich müssen wir uns jetzt mal belohnen mit dem neuen großen Gebäude. Was können wir denn mal bauen? Oh, bombastischer Springbrunnen. Ja, das Ding können wir doch mal bauen. Das Ding bauen wir uns jetzt irgendwo hin. Richtig schön hier. Kommst von der Autobahn und siehst einen bombastischen Springbrunnen. Ja, das ist der Nachteil der Freiform. Wenn du da was baust... Hier können wir was hinbauen, schaut. Direkt an die Straße. Das ist, lass mal ganz, zwischen Borg und Mäh, Mukau und Grunz. Und das sind doch Wohnhäuser hier, ne? Komm, die haben für den ganzen Stress hier mal so einen Springbrunnen verdient. Neue Attraktion. Das sieht doch schön aus. Das lockt vielleicht auch die Leute mehr Richtung Happy Glotzing. Eigentlich müsste so ein Ding vors Casino. Strom. Sag mal, strommäßig, wie sieht es denn eigentlich aus? Ja, ist genug. Da, schaut. Ist es nicht schön? Perlen vor die Säue, würde ich sagen. Oben ein paar Leutchen, unten der Landwirt und mittendrin ein Springbrunnen. Na, das kann ja mal lustig werden. Diese Kreuzung. Hm. Ist halt die Frage, wollen die... Was wäre, wenn ich hier hinten noch eine Autobahn... Zubringer mach oder Abfahrt mach. Weil vielleicht wollen die ja bloß hoch und hauen dann ab. Ah, hier fahren auch sau viele rein. Oh, immer das Geklopfe, da denke ich wirklich, ey, meine Nachbarn, die stehen vom Fenster so ungefähr. Wisst ihr, was ich jetzt baue? Die kriegen jetzt ihren eigenen hässlichen Zubringer da hoch. Weil so viele fahren einfach nur hier hin, um nichts zu machen. Ihr kriegt jetzt auch einen Zubringer. Ihr kriegt jetzt einfach so einen schönen Feldwegtunnel. Gibt es sowas überhaupt? Kann ich einen Tunnel bauen? Nee, das geht nicht. Okay. Dann kriegt ihr einen asphaltierten, aber eine zweispurige Straße. Hier runter. Und schon baut der Thomas wieder Tunnels, ne? Es geht wieder los. So, müssen wir mal schauen, wie ich das am blödesten jetzt baue. Quadratisch praktisch gut. Auf jeden Fall. So. Da kommen wir nicht runter, okay. Dann baue ich jetzt bis hier. Dann gehen wir eins runter. Bleiben auf der Ebene. Gehen dann wieder eins nach oben. Ziehen hier so irgendwie durch. Ich habe auch noch eine Idee, was wir hier auch noch hinbauen. Genau. Ziehen hier irgendwie durch. Ungefähr so. Ziehen dann hier rüber. Ich weiß nicht, ob das geht, wie ich mir das gerade denke. Vielleicht muss ich auch noch eine kleine extra Kurve bauen. Ne, ne, ne. Das war schon gut. Das war gut. Hier noch ein Stück gerade. Genau. Gerade. Und dann hier Anschluss. Gefällt sich da. Als ob ich es nicht geahnt hätte. Gut. Dann würde ich jetzt hier eventuell noch... Soll ich hier noch eine Abfahrt für den Kreisverkehr machen? Die Landwirte sollen halt hier reinfahren, hier hochfahren und da rausfahren. Wenn sie da schon hin wollen. Mal gucken.
Weil noch ein Kreisverkehr entschlackt das Ganze dann nicht. So, mal gucken. Hier ist jede Ampelkreuzung gut besucht. Aber das ist auch vollkommen normal. Das können wir auch bloß verhindern. Ja, das sind alles Einbahnstraßen, klar. Oder fast alles. Hier haben wir drei Einbahnstraßen. Und da ist es logisch, dass es dann hier ein bisschen staut. Hier wäre es besser, hätte man eine Verbindung zu einer Kreuzung hier drüben. Habe ich ja alles so schön schräg gebaut, dass man das nicht direkt dingsen kann. Hier haben wir eine direkte Verbindung. Wisst ihr, dass man halt eine Einbahnstraße so, andersrum eine Einbahnstraße so. Das wäre, glaube ich, ganz gut. Aber wir gucken erstmal, wie das Ganze hier läuft. Und ob irgendeiner diese Straße nutzt. Sieht aber nicht so aus. Ja, dann. Ich verstehe es auch nicht. Minus 5 Leute, ist alles noch im grünen Bereich. Ist alles okay, wir haben aktuell keine Nachfrage. Ich denke mal, dass unsere Stadt erholt sich auch aktuell noch von der Aufräummaßnahme, nenne ich es einfach mal. Wenn hier oben alles wieder steht, jetzt suchen sie auch wieder Leute, da schaut. Jetzt suchen sie wieder Leute. Wenn das da oben alles wieder steht, dann glaube ich sogar fast, dass die Stadt noch ein bisschen größer, ein bisschen stärker hervorgehen wird. Aber bis dahin abwarten, Tee trinken. Was anderes bleibt dir nicht übrig. Hier staut sich es wegen einer Ampel, wie es aussieht, ja. Fährt einfach gar keiner. Also am Ende haben die jetzt grün, aber die können nicht fahren, weil hier gerade aktuell Leute B und entladen. Das wäre auch schön, wenn es eigene Ladezonen oder sowas. Eigentlich müsste man die rausziehen. Und dann. Die fahren direkt hier hoch. Fahren die Traktoren da alle bloß hoch? Aber warum fahren die dann hier rein? Da kommt eine Möwe aus dem Tunnel. Ich glaube, den Tunnel nutzt kein Mensch. Bin ich mir relativ sicher. Wir könnten vielleicht, um diese Kreuzung zu entschärfen, ich gehe da nochmal rein. Und ich baue mal. Das ist bloß eine Unterführung. Jetzt geht's wieder los. Jetzt fange ich schon wieder das Tunneln an, was das Zeug hält. Das läuft alles. Hier steht alles. U-Bahn, S-Bahn. Da biegt einer ab. Endlich, es hat sich gelohnt. Kann ich den jetzt verfolgen? Ne, der verschwindet einfach. Das finde ich schade, dass man jetzt nicht sehen kann. Gut, der kommt dann hier hinten raus, ne? Ah, und hier steht auch schon einer. Schaut. Gut, dann hat sich's vielleicht doch schon ein bisschen gelohnt. Vielleicht. Wir könnten jetzt hier an der Stelle, könnten wir noch ein was machen. Für die Landwirte, die sowieso Richtung Autobahn wollen. Könnten wir hier noch eine eigene Abfahrt bauen. So. Da entsteht auch keine Ampel und nix. Da müssen wir uns um gar keine Dinger Sorgen machen. Da sind Taxistände schon da, genau. Wenn ihr vielleicht doch einer mal zur Autobahn will, dann kann er da einfach gleich abbiegen. Oder kommt er dann hier hinten raus. Also wenn sie wollen, können sie sehr einfach jetzt den ganzen Klamauk hier umgehen. Aber das hier funktioniert. Also der Abriss war wichtig und auch richtig. Nö, das fließt jetzt hier oben. Ohne Wenn und Aber. Und sogar das Gewerbe hier drin dürfte sich auch noch freuen, weil die einen deutlich höheren Durchgangsverkehr haben. Ist auch noch was gewesen. Das ist okay. Hier ist was. Immer gibt es ein paar kleine Ecken und Kanten, wo man nochmal hinlangen kann. So, und das ist jetzt auch die letzte Folge, die ich jetzt heute aufnehme. Aber wirklich die letzte. Ich glaube, mit dem Ergebnis, ich habe jetzt nicht geschaut, wie es jetzt hier drüben ausschaut, aber selbst das sieht ein bisschen wie besser aus. Weil die Busse haben halt auch sehr viel verstopft. Wir haben jetzt bloß noch eine einzige Buslinie und schicken hier nicht alles rüber. Hier ist die Anbringung. Auch das wird deutlich mehr genutzt.
Die, die in die Stadt wollen, die kommen jetzt hier oben rein. Und hier fließt der Verkehr dann direkt auch wieder ins Industriegebiet rein. Und hier hinten, wenn sie wollen, direkt wieder raus. Aber das nutzt kaum jemand. Man müsste sich, glaube ich, mal die Wege mal angucken. Wo willst denn du hin? Das ist ein Traktor. Exportiert Erzprodukte. Okay, und du? Exportiert Agrarprodukte. Ja, wir haben sehr viel Export. Je nachdem, Export oder Import, ne? Das ist immer die Frage. Aber selbst die hier hinten haben eine eigene U-Bahn-Station. Da kann eigentlich nur was Großes entstehen. Hier wäre eigentlich perfekt Industrie. Da können sie, Industrie sage ich schon, Gewerbe oder Industrie auch. Hier in dem Bereich wäre es eine normale Straße. Ja, das sind alles Schornsteine. Oh, die Nachfrage steigt. Wir machen Plus, Leute. Wir machen Plus. Ich glaube fast, wir haben es überstanden. Ich bin mir noch nicht sicher. Hier ist ein Ampelkreuzung auf Ampelkreuzung. Hier haben wir auch noch jede Menge offen. Containerschiff ist da. Bisschen neblig hier. Wird geladen. Eigentlich ist diese ganze Straße hier sowieso für die Katze, ne? Wenn ich mir das so richtig... Ich bin noch nicht ganz zufrieden mit dieser Anbindung hier. Von dem Hafen und so. Ich würde gern mehr darüber leiten, aber dann würden ja alle... Hier muss noch irgendwas hin. Hier muss noch irgendwas hin. Aber ohne, dass wir alles nochmal komplett wegreißen. Hier so diese hintere Ecke, die gefällt mir noch nicht. Hier muss nochmal was passieren. Jetzt leiten wir die nämlich alle hier durchs Wohngebiet. Und dann kommen sie hier oben dann rein. Naja. Die haben ja gar keine... Obwohl die zur Autobahn wollen, die können ja hier andersrum fahren. Was ist jetzt hier los? Stau, also wegen Ampel. Mhm. Ja, das funktioniert. Dem Verkehr... Hier fahren viele raus. Das gefällt mir. Deswegen haben wir jetzt ja auch angebunden. Jetzt ist halt die Frage... Was würde passieren? Den Test machen wir noch. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch, oder? Ja, ein bisschen Zeit haben wir noch. Boah, Leute, ich strapaziere eure Nerven, oder? Das ist ja Wahnsinn, was ich mit euch hier veranstalte. Was wäre, wenn ich jetzt hier einfach mal, weil ich es kann, eine kleine Straße baue? Von hier? Vielleicht auch mal ein bisschen hier. Wir wissen ja, die Freiform ist super. Da haben wir dann viele Möglichkeiten, Dinge zu bauen. So, der wird richtig kotzen. Hey, mein Gebäude steht. Einweihungsfeier. Okay, Gebäude ist weg. Das war's, ihr könnt wieder gehen. Gut, dann hätten wir das. Dann können wir den Bereich hier, die kleine Ecke, nochmal mit freigeben. Vielleicht die Ecke hier auch noch mit. Kann auch noch zwei was Kleines entstehen. Zwei was Klein. Buslinie habt ihr, glaube ich, auch, ne? Bushaltestelle. Sehe ich irgendwo Leute stehen? Ja, hier vorne stehen Leute. Also das passt auch eigentlich. Aber so eine kleine Straße. Mal gucken, ob die sich dann wieder andere Wege suchen. Insgesamt bin ich recht zufrieden, mal davon abgesehen, dass man keine Fahrradfahrer mehr sieht, weil wir alles durch Busse erschlagen haben. Dass der Lieferverkehr uns hier ein bisschen das Genick bricht. Dass die Busspur zugeparkt wird. Aber schaut, die liefern, die biegen auch gleich rechts ab und machen so die Straßen frei. Das ist ganz gut. Und die fahren drauf und fahren direkt wieder Richtung Autobahn. Oder halt hier rein und das ist ja sowieso... Das ist ja Einbahnstraße. Das ist alles gut. Das läuft alles.
Und solange keine Nachfrage ist, mein Gott, wo keine Nachfrage ist, kann man halt auch nichts machen. Oh Gott, ihr habt viele Probleme, sehe ich dabei gerade. Was habt ihr denn? Zu wenig Dienstleistungen, ja. Eine U-Bahn, genau gegenüber. Okay, wir klappern mal das ganze andere ab. Was gibt's denn hier noch, was ihr gebrauchen könntet? Oh, 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 oh. Feuerwehr, alles klar. Feuerwehr kriegt er. Feuerwehr. Vielleicht auch hier oben auch nochmal eine, weil hier ist wirklich sehr wenig Feuerwehr. Vielleicht bauen wir hier sogar mal eine große hin. Die hat ein bisschen mehr Reichweite. Gucken genau hier ans Eck. Okay, Feuerwehr sollte jetzt deutlich besser dastehen. Wie sieht es eigentlich mit Polizei aus? Da ist eine gute Abdeckung vorhanden. Da könnten wir vielleicht hier irgendwo am Rande nochmal eine hinstellen. Warum geht das nicht? Taxistand, okay. Dann hier. Boah, wenn du hier zwangsversetzt wirst in die Ecke, ey, da bist du ja echt am Reiern. Gut, das erklärt natürlich. Die haben noch hier vorne eine richtig bescheidene Anbindung hier. Gebe ich euch noch irgendwie was, aber ich weiß nicht wohin. Ich weiß nicht wohin. Aber ihr wollt noch eine haben, ne? Eine Polizei, weil ansonsten sieht es ja hier in der Ecke echt schwach aus, was Polizei angeht. Kann ich hier vielleicht irgendwo eine. Ich werde ungern dafür Bereiche frei, preisgeben. Ja, dann machen wir sie hier hin. Am besten gleich über den Meckerfritzen rüber. Dann ist er sowieso weg. Bauen wir hier noch eine Polizei hin. Dann sind die happy. Ja, und wie gesagt, ich meine, ihr habt eine Buslinie hier hinten irgendwo noch stehen. Ihr habt eine U-Bahn hier stehen. Also eigentlich solltet ihr euch überhaupt nicht beschweren. Gucken mal, die rüsten um auf 3. Verbesserung im Gange auf Stufe 2. Okay. Haben die jetzt rückgerüstet oder was? Zu wenig Dienstleistungen. Aber es sind weniger geworden, weil ich brauche die auch wieder eine gewisse Zeit. Aha. Sie meckern weniger rum. Gott. Parks kann ich euch jetzt auch nicht noch mehr geben. Da habt ihr eigentlich auch mehr als genug. Eigentlich. Ja, wir haben das alles ein bisschen komisch gebaut. Hier ist viel, die hier hinten haben gar nichts. Ja, ja. Aber ich kann jetzt hier nicht die wenigen Bereiche, die wir noch haben, für Parks rausschmeißen. Ich gebe den Bereich da draußen einfach überhaupt nicht frei und fertig ist. Weil hier ist ja überall Gefälle, was soll ich hier hinbauen, ne? Und hier in der Mitte, da wo wir Platz haben, da soll sich ja was niederlassen. Hier ist was, haben wir vielleicht noch was Kleineres? Sowas in der Art. Ort ist bereits belegt. Mhm. Gefällezüchter, ja, da rollt der Picknickkorb dann den Hang runter. Das kannst du auch nicht machen. Vielleicht hier in der Senke? Da vielleicht noch was machen. Machen wir hier vielleicht noch einen kleinen Park hin. Alles für die Industrie. Ihr sollt euch ja wohlfühlen. Gut, liebe Leutchen. Und ich glaube, das war es dann auch schon fast für heute. Also wir haben sehr viel gebaut. Und ich glaube, wenn ich hier jetzt so mein Auge rüberwerf, hier ist aktuell. Hier fahren Leute zum Entspannen hin. Ist ja geil. Hier zieht keiner hin, weil scheiße oder so. Aber hier fahren Leute zum Entspannen hin. Da verschwinden die ersten. Wisst ihr was, ich gebe mal den Bereich jetzt hier noch frei. Für Zuschauer. Für very important people und so. Halt, nicht da drüben, zu nah an der Autobahn. Da nicht. Aber hier. Vielleicht will ja da irgendwie mal einer hinziehen. Lassen wir uns mal überraschen.
Ich höre es eigentlich mit Lärm hier in der Ecke aus. Das ist bestimmt auch nicht ohne, oder? Geht. Es geht! Die Dinger hier machen deutlich weniger Lärm als die Windkrafträder. Das sieht auch ganz so... Boah. Aber wir haben es schön abgegrenzt. Guck dir das mal an. Genau an der Grenze, wie mit einem Lineal reingezwirbelt. Müllverbrennung macht Lärm. Sogar der Tower macht Lärm. Macht eigentlich unser neuer Springbrunnen auch Lärm? Ja, er lärmt vor sich hin. Aber auch da fühlen sich die Leute wohl. Naja, Entspannung ist da was anderes. Sieht aber insgesamt ganz gut aus. So, wir haben wieder erstmalig Nachfrage. Und ich glaube, mit so wie jetzt die Stadt steht, können wir sie auch wieder mit einem ruhigen Gewissen verlassen. Ja, hier drüben, ihr seht es ja, ne? Einer liefert an. Stau, Stau, Stau. Also den Holzbomben müssen wir auch nochmal auseinandernehmen. Da werden wir wohl oder übel auch nochmal mit ihr Einbahnstraßen oder irgendwas hantieren müssen, dass wir das Ganze hier irgendwie in den Griff bekommen. Weil hier sind echt zu viele Ampelkreuzungen. Und wenn sie zur Autobahn wollen, müssen die alle hier hinten lang. Die müssen alle hier hinten lang und erst hier kommen sie raus. Aber wie willst du sonst machen? Mehr Anbindungen, ja. Irgendwo zentral nochmal eine. Da könnte vielleicht auch die Kreuzung schon mal... Ne, die hatte ich ja mit Absicht so gemacht. Damit die vorfahren können oder damit die geradeaus durchfahren können. Was sie nicht können. Weil ja keine Verbindung existiert. Eieieiei. Ich hatte euch ja gesagt, nach nächster Aufnahme sind 50.000 Mann. Haben wir nicht ganz geschafft. Hier ist auch... Na, die fahren jetzt alle dahin. Die fahren aber nicht so zurück, wie ich mir das denke. Warte mal, vielleicht können wir zumindest hier diese Straße ein wenig entschärfen, indem wir die woanders abführen. Wo fahren die hin? Die fahren runter, biegen dann da drüben ab, weil sie rüber wollen. Okay. Gut, bei den Leutchens ist es dann... Ja, muss halt dann so sein, oder? Nee, muss eigentlich nicht. Mein Gott, eigentlich müsste hier eine Autobahn direkt dann auf der anderen Seite rüber. Wisst ihr was, das können wir eigentlich noch bauen. Indem wir jetzt, die mal wegnehmen. Und die hier ran wollen, ne? Die sollen einfach weiterfahren. Und die nehmen die nächste Autobahnabfahrt. Die bauen wir jetzt noch und dann machen wir Schluss für heute. Also ihr kennt ja, ne? City Skylines und so. Gehen wir direkt mal eine Stufe nach oben. Dass wir hier vielleicht schön bereits den Kringel machen. Einfach ein bisschen schöner mal bauen. Mal probieren, ob das geht. Obwohl ich den Looping da drin sehe. So, machen wir hier. Und hier den Anschluss. Dann sollen die einfach weiterfahren und dann hier hinten rausfahren. Wenn sie sowieso bloß daran wollen. Jetzt haben wir zwar hier noch eine Ampelkreuzung jetzt erschaffen. Aber aktuell ist da noch kein großes Problem zu sehen. Und ein Fährschiff fährt wieder weg. Es ist geboren aus dem Nächsten. Und die... Ja, schaut. Schon haben wir die Stelle hier ein bisschen einfacher gestaltet. Also es fahren sehr viele zu unseren Frachthäfen. Wisst ihr was, was dekadent ist, aber ich mach's trotzdem. Einfach weil es geil aussieht. Jetzt, was ist denn das eigentlich? Frachtumschlagsplatz. Mit 44.000 Leute. Kombiniert die Funktionalität des Fahrzeugs und des Güterbahnhofs. Aha. Dann bauen wir den da noch hin. Da warten wir auf 44.000 und bauen den da hin. So. Kann ich euch noch was Gutes tun? Wollen wir nochmal gucken bei den Gebäuden, ob wir da noch was Schönes bauen können? Haben wir schon.
Statue des Wohlstands haben wir, glaube ich, schon. Transportturm haben wir schon, das weiß ich. Hier musst du halt für alles irgendwas machen, ne? 1000 verlassene Gebäude in der Stadt. Dann kriegst du das Observatorium. Wie kriegt man sowas hin? Das ist ja Wahnsinn. Halt. Gewerbegebiet. Ja, okay, da haben wir sehr wenig aktuell. Was haben wir hier? Expo Center haben wir. Turm der hohen Zinsen haben wir. Oh, hier ist was Schönes. Meer und Wolkenkratzer. Ein Bürogebäude. Okay. Mir ist gerade das Herz stehen geblieben, weil wieder mal nichts funktioniert da gerade. Stadion haben wir. Was haben wir hier? Kathedrale des Wohlstands. Bauen sich städtische, alle städtischen Dienstleistungsgebäude. 21 von 30. Ja, dann viel Spaß beim Suchen, welche noch fehlen. Modern Art Museum. Ja, haben wir auch fast. 3 Unis. Dann haben wir Theater. Das Ding können wir noch bauen hier. Bürogebäude. Wo haben wir denn überall Bürogebäude? Hier haben wir ein paar Bürogebäude. Das würde sich auch vielleicht hier richtig gut ins Stadtbild integrieren. Hier haben wir auch ein bisschen Bürogebäude. Hier neben der Müllkippe. Macht's da auch ein ganz... Nee, machen wir nicht. Keine Sorge. 2 verlassene Gebäude. Okay. Da können wir es nicht platzieren. Hier haben wir ein bisschen Park. Da so hin. Mal was ganz anderes. 1000 verlassene Gebäude. Wie kann man Gebäude zum Verlassen bringen? Einfach alles wegreißen, oder? Boah, Leute. Ein andermal. Für heute ist jetzt Schluss. Gut, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Ich danke für eure Nerven und Geduld. Manchmal ist es halt eine etwas größere Operation, die man tätigen muss, damit die Stadt wieder frei durchatmen kann. Wir haben es, glaube ich, noch nicht komplett überstanden. Ein Teil ist noch ein bisschen schweratmig hier unterwegs. Aber so im Großen und Ganzen, glaube ich, haben wir das Schlimmste geschafft. Ja. Vielen Dank für eure Kommentare und Däumchen. Ich bin gespannt, was ihr alles schreiben werdet. Weil das schreibe ich mir immer schön auf ein Zettelchen und dann kann ich das nach und nach alles abarbeiten. Das Ding sieht da mal richtig geil aus. Total krumm und schief gebaut, aber so ähnlich machen wir das ja auch. Gut, also, ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Tom.